Ja, Mahlzeit zusammen, liebe UFO-Freunde, liebe XCOM-Freunde. Heute geht es weiter mit dem vierten Teil mittlerweile von XCOM oder OpenXCOM, wie dieser Mod heißt, ja. Und wir wollen heute mal, ja, wir wollen heute mal weitermachen. Und ganz klar, ne, ich habe heute wieder den UFO-Abwehrexperten Selma an meiner Seite. Ne? Oh ja, oh ja. Ja. Hallo Selma, du bist fit. Wie geht's dir? Ich bin fit und freue mich schon drauf. Wir hatten gerade schon, also Spekulatius fehlen mir noch, aber Karo-Kaffee habe ich schon mal. Ja, ich habe auch einen Kaffee. Ein bisschen von Koffein jetzt wegzukommen erstmal und deswegen gibt es nur so. Ja. Karo-Kaffee haben wir früher immer mit Spekulatius, ne? Wir hatten immer ein Tröpfchen Karo-Kaffee in unserem Zucker gehabt früher, ne? Wie man das so schön sagt. Nee, aber wir machen heute weiter und zu Beginn erstmal. Wir haben eben gerade schon kurz drüber geredet, ne? Wundert euch nicht, warum beim letzten Mal keine neuen Soldaten kamen. Wir sind immer ein Video voraus, euch sozusagen. Ne? Aber es gab beim zweiten Teil gab es viele Zuschriften, ne? Die ich auch mal kurz grüßen möchte. Zum einen, die werden dann irgendwann auch als Soldaten aufrücken. Ne? Wir haben eben gerade schon drüber diskutiert und Selma meinte auch, es ist gar nicht so gut, wenn wir so viele Soldaten jetzt holen, weil wir ja damit Plätze für Wissenschaftler dann belegen, die wir brauchen. Eher vielleicht, ne, Selma? Oder das war das Argument. Richtig, naja. Richtig, ja. Wir können natürlich irgendwie jetzt, also vielleicht jetzt noch nicht, aber in 2 Monaten oder so noch eine zweite Basis aufmachen, dann hat sich das sowieso erledigt. Dann hat's, wie gesagt, es werden da noch weitere Folgen. Ich nenne hier nur mal ein paar Namen. Also Tech Time kommt, Manic Monday kommt, der Frank kommt, der Bastian kommt, der Connor Drake kommt und der Laser Beak kommt auch. Freunde, ihr habt kommentiert und ihr werdet nicht vergessen, ich habe hier eine Liste geschrieben, auf die werde ich ganz doll aufpassen und ihr werdet nach und nach, werdet ihr natürlich auch als Soldaten hier in der UFO Defense, werdet ihr mit eingesetzt, ne? Also keine Sorge. So, ja. Selma, kannst du die Maus bewegen? Hast du? Ach so, warte. Nee. Ah, okay. Musst du mir noch dann die Rechte dafür geben? Müssen wir noch mal kurz, dass ihr merkt davon nichts, liebe Freunde. Ich muss nur noch mal kurz hier das Keyboard und die Maus für den Selma freigeben. Zack. Und jetzt müsste der Selma auch. Ne? Jetzt bist du super. Hör mal, jetzt können wir voll durchstarten. Was kann ich jetzt bei dir deinstallieren? Format C. Nee, gut. Das würdest du niemals machen. Das würdest du mir noch nicht antun wollen, Selma, sei ehrlich. Das würde ich nie machen. Nein. Das war auf irgendeiner LAN-Session, war das mal. Da hat jemand das so eingegeben bei einem PC von einem Freund und der Freund meinte, das traust du dich nicht. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war /Q/U oder so. Das ist Quick-Format und U ist, also das kannst du nicht wieder zurückholen. Das traust du nicht. Und der Freund drückt drauf, zack. Sind Sie sicher? Ja. Zack, Festplatte leer. Ja, und das waren dann Freunde gewesen, würde ich sagen. Ne? Ja, das dann hat sehr lange zwischen denen gehangen. Da hätte ich auch, da kann ich verstehen, wenn man dann sauer ist. Ne? Ja. So, aber wir beide vertrauen uns, Selma. Du bist in höchster Weise vertrauenswürdig für mich. Wir kennen uns schon lange. Richtig, richtig. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo waren wir denn stehen geblieben? Was ist denn hier der Ordner Battle Eye 2 Cheats? Ja, Battle Eye 2 Cheats, genau. Apropos Battle Eye 2. Kann ich nur eine kleine Allüre, kann ich was spoilern, ne? Hier David von Beste Computerspiele arbeitet ja momentan mit Hochdruck daran, dass wir eine Battle Eye 2 Multiplayer Session hinbekommen. Und wir wollen dann auch richtig im Netzwerk spielen über Hamachi, ne? Und gestern haben wir es schon mal getestet, ne? Und wir haben es nicht hinbekommen, aber wir arbeiten dran. Irgendwie hat es nicht geklappt. Aber Selma, vielleicht kannst du da auch Hilfestellung mal leisten. Ich habe Montag mit ihm einen Termin um 19 Uhr. Probieren wir es aus. Perfekt. Siehste, der ist ja, weil Peter, schöne Grüße gehen auch raus an meinen Freund Peter, ne, von Battle Isle 3, ihr kennt ihn alle. Der ist auch schon ganz angetan von der Idee. Wir wollen ja vielleicht dann 2 gegen 2 spielen, mal gucken oder wie was machen. Ne? Und Peter sagte auch, ihr sollt euch nicht zu sehr fürchten, ne? Weil
David hat das Spiel ja auch schon durchgespielt. Der ist also auch sehr gut in Battle-Isle 2. Ne? Und ihr kennt unsere... Der Schlechteste. Glaube ich nicht selber. Und ihr kennt ja Peters und meine Battle-Isle 3 Sessions. Ne? Wir spielen auch nicht auf dem höchsten Niveau. Also das wird schon... den einen oder anderen Lacher wird es dann bestimmt schon geben. Ne? Ja. Hoffentlich. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, ne? Genau. Da war jetzt wird es wieder spannend. Jetzt müssen wir mal wieder reinfinden. So, erstmal schnell in den Stützpunkt gehen. Okay. Was hatten wir denn hier zu tun? Ich guck mal kurz durch. Raumschiff ausrüsten. Der ist am Auftanken. Der war soweit in Ordnung. Ne? Ich glaube, das war sowieso soweit in Ordnung. Wir hatten, glaube ich, den letzten Einsatz. Das war nur ein Kampf. Und dann hatten wir aufgehört. Genau. Hier, David war schwer verwundet worden. Der ist jetzt auf der Krankenstation. Ne? Mhm. Pac-Mail ist auch noch verwundet, die beiden holen sich noch aus, aber wir haben 8 Soldaten. Kannst du mal auf den Verwundeten klicken? Steht da dann, wie lange das noch dauert? Nee. Nee, auf den Namen. Ach so. Nee, okay, kann ich nicht. Ach, das ist für den Sky Ranger. Ich dachte, du wärst unter Soldaten. Ja, dann gehen wir mal unter Soldaten. Okay, unter den Soldaten. Ja. Ja, klicken wir da drauf. Wundheilung 35 Tage. Oh, das ist, der ist... David ist lange raus. Ja, der ist hart angeschlagen. Also der muss dann auch mal erstmal wieder in die Wiedereingliederung danach mal der Arm schälen. Und der andere, der Pac-Mail ist für wie lange? Das sind nur noch 2 Tage. Okay, dann kommt der ja bald wieder. Der hatte nur einen Kratzer, hatte der nur. Ne? Ja, ja. So. Also, wie gesagt, jetzt sind noch alle Jungs da. Beim zweiten Teil hatten sich die Zuschauer auch geäußert. Die sagten auch, also, wir dürfen ruhig neu laden. Wenn wir zu hohe Verluste haben, haben sie gesagt, ist das gar kein Problem. Haben sie vollstes Verständnis für. Ne? Oder wenn wichtige Soldaten sterben. Also, wir haben so die Genehmigung, in kritischen Fällen, nach Abwägung des Einzelfalles, dürfen wir neu laden, haben die Zuschauer gesagt. Puh. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja. So, Lasergewehr läuft. Ja. Wobei wir letztes Mal ja auch festgestellt haben, dass das Sunny Pack jetzt gar nicht so doof ist, ne? Mhm. Das sollten wir vielleicht als nächstes Mal vorschieben. Genau. Weil wenn du dich erinnerst, David hatte, glaube ich, noch eine Runde oder so, dann wäre er gestorben das letzte Mal. Also das hat haarscharf geklappt. Und die Barracks sind gleich auch fertig, also die Quartiere, dann können wir noch ein paar Wissenschaftler bestellen, ne? Genau. Produktion haben wir Laserpistolen in der Produktion, ne? Genau, wir könnten dann überlegen, ob wir als nächstes so eine außerirdischen Dingenszelle da bauen. Genau. Hat auch einer geschrieben, hat gesagt, ich würde eine außerirdischen Klimazelle bauen. Das könnten wir eigentlich jetzt... Kann man machen. Also hier kann man ja mehrere Projekte gleichzeitig bauen. Das ging im Original, glaube ich, nicht so, wenn ich mich erinnere. Darum haben wir immer die anderen Sachen vorher gemacht, bevor wir das. Aber hier kann man ja gleichzeitig bauen. Ich glaube, das ging im Original nicht mehr. Ist zwar teuer, aber wir nehmen sie mal noch. Ja, zack. Okay. Und der Monat ist ja auch nicht mehr so lang. Die Hälfte haben wir schon. Nee, läuft doch eigentlich ganz gut. So. Jo. Oh, nochmal ein Schlückchen. Beim letzten Mal muss ich mich übrigens entschuldigen, ich habe diesmal das Handy leise gestellt, ne? Weil beim letzten Mal bimmelte das doofe Handy im Hintergrund vielmals um Entschuldigung. Wir haben es zwar so getan, als wenn wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen würden dadurch, aber es war trotzdem Ärger. Aber ich war ganz nervös, wer Daniel anruft. Ja, ja, das war wahrscheinlich Paddy gewesen wieder mal oder David, ne? Weil wer weiß es einmal. Sonst ruft mich ja keiner an. Ne? Ja, so. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Weltkarte, ne? Und schauen uns mal heran der Dinge, die da kommen, ne? Richtig. Im Prinzip, wir hatten ja bestellt den Panzer, der müsste jetzt geliefert werden bald. Ja, richtig. Da ist er. Perfekt. Dann nehmen wir den nämlich direkt auch mit. So. Ausrüstung. Und da haben wir ein Panzergeschütz, genau. Der nimmt Platz für 4 ein, ne? Hast du gerade gesehen. Ja, ja. Ich frage mich auch, wo ist die Munition? War die nicht schon gekommen? Ich meine auch, ja. Ich sehe es jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall an Bord. Mhm. Dann würde er auch Munition haben, gehe ich von aus. Hoffentlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hoffentlich. Geh mal auf Inventar. Geh da unten mal auf Inventar. Ah, da sind die Jungs hier. So kommt man da hin. Ich hatte mich letztes Mal gefragt, wie man das macht. Ah, ja, das ist ja auch gar nicht schlecht, ne? Ja, dann kannst du die vorher schon
Müssen wir da irgendwas groß jetzt einstellen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Nee, eigentlich nicht. Das passt da eigentlich so, glaube ich. So, ne? So, das hier rüber. Ne? Achso, du warte, geh nochmal zurück. Ja. Ist in noch eins? Ist in der Autokanone wieder. Ah, nee, ja, dann passt es doch. Passt, gut, okay. Sieht gut aus, ne? Ich klicke sie mal durch. Sehen alle gut aus, ne? Paddy ist ja mittlerweile zum Hauptmann befördert worden, ne? Ja, hier, guck mal her. Strammer Bursche, ne? Ganz knallhart. Eindeutig. Knallharter Fighter, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend, ne? Mit Paddy. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Die Haarfarbe könnte also in der Realität noch ein bisschen dunkler, da müsst ihr noch mal färben. Ja, aber ja. Aber sonst so ist Paddy ja gut getroffen. So. Ah, Laserpistole abgeschlossen. Gut, dann können wir die jetzt noch mal einpacken. Ne? Du hattest letztes Mal nur eine eingepackt, glaube ich. Ja, dann lass uns noch schnell auf den Stützpunkt gehen, dann machen wir die, nehmen wir die auch noch mit. Raumschiff ausrüsten, genau. Ne, falsch. Hier, Ausrüstung. Wir haben. Guck, drei Laserpistolen. Schon. Ja, super. Sollen wir dann drei Gewehre wie Nia machen? Nee. Nee? Also das musst du wissen. Ich behalte gerne meine... Wenn du die drei Gewehre wegnimmst, dann sind das deine, die ohne die Gewehre rumlaufen. Okay. Wer ist ich warte auf die Lasergewehre. Ich gehe noch mit den... Mit den Standardwaffen, okay. Genau, mit den Projektilwaffen in den Kampf. So, und jetzt steigt die Spannung wieder, Freunde. Ihr kennt es alle. Wo kommt das nächste Raumschiff an? Oh, schrockschwere Not. Aber jetzt können wir noch ein paar Wissenschaftler kaufen. Ne? Wir haben 6. Wie viel sollen wir kaufen? Für 14. 14. Ja. Dann sind wir fast pleite, wa? Ja, warte mal, dann können wir ja was verkaufen. Okay, stimmt, haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht. Mal tote Sektoiden können wir ein paar verkaufen. Ja, die sind nicht... Zwei, ne? Genau, eine Gedankensonde können wir verkaufen. Das verkaufen wir nicht. So. Genau. Nein. Das Plasmagewehr behalt mal. Achso, das willst du ja benutzen dann später. Genau, gesagt, das will ich dann benutzen. Okay, dann ja, kriegen wir ein bisschen dazu. Obwohl, kannst du auch verkaufen, wenn wir noch Geld brauchen. Wir kriegen noch so viele davon. Kannst du auch verkaufen. Gut, okay. Nur zur Sicherheit behalten wir eins, so. Ja, jetzt kriegen wir noch ein bisschen was dazu. Ja. Zack, jetzt immer wieder flüssig. Richtig. Ist nicht schlimm. Ach, warte. Jetzt, wenn wir wieder Geld haben, können wir auch noch ein paar, vielleicht noch ein paar Ingenieure kaufen, um schneller zu produzieren. Ja, aber was willst du denn produzieren? Ja, weiß ich nicht. Lasergewehre. Ja, die können wir ja noch nicht. Ja, aber gleich. Ja, okay. Dann kauf schon mal welche. Wir können sie ja wieder entlassen. 5 kaufen wir noch und sollen wir auch noch ein paar Soldaten nehmen? Wir haben noch Platz. Ja, aber wofür? Ja, okay, nein. Aber wenn welche sterben, ein paar haben wir noch in der Reserve, brauchen jetzt nur Geld. Also wenn wir die jetzt kaufen, verbrauchen die halt Geld monatlich. Dann lassen wir's. Ich bin ja immer so... Oh, das ist es. Perfekt. Ja, er fliegt und... warte, wir können das noch abfangen. Noch einen schicken wir hinterher. Du sagtest ja immer beide, ne? Ich habe das immer so gemacht, aber... Ja. Du anscheinend nicht. Nö, wir haben immer nur mit einem angegriffen, am Ende dann mit dem Avenger. Mhm. Aber das sieht danach aus, als wenn uns das abhaut, das UFO verloren. Ja. Man kann jetzt zum letzten Punkt, wo das abgehauen ist, hingehen und da so ein bisschen patrouillieren. Manchmal landen die ja in der Basis und dann entdeckt man die Basis von denen. Ach so. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Also. Nee, okay. Dann warten wir weiter. Dann sind die jetzt auch weg. Ha, so, perfekt. Jetzt kannst du bauen. Jetzt müssen wir eine neue Forschungseinrichtung. Jetzt müssen wir erstmal die Sanitasche machen, ne? Hätte ich jetzt, ich würde die erstmal zwischenschieben. Ja. Ist doch relativ wichtig. Okay. Und wir leiten eine Produktion ein, neue Produktion, und zwar von Lasergewehr. Wie viel soll man machen? 8 Stück? Ja. Für jeden eins. Ja. Dauert dann allerdings ein bisschen, bis die fertig sind. Ich glaube, einen Einsatz werden wir dann noch ohne machen müssen. Den da. Eine Stützpunktverteidigung. Das ist ziemlich krass, dass wir so früh schon eine Stützpunktverteidigung kriegen. Was ist das denn? Wir haben gar kein UFO gesehen, was uns nicht genähert hat. Nee, die sind über Land gekommen. Ich habe keine Ahnung. Die Penner. Aber den Raketenwerfer nehmen wir jetzt nicht mit rein, oder? Das ist zu gefährlich. Warum? Ja, okay, ich dachte nur. Weil wir jetzt ja in unserem Stützpunkt sind, dann damit Sachen kaputtballern. Nee, das geht nicht. Nee, okay.
Nee, also die Räume können nicht beschädigt werden. Und unsere Soldaten sind jetzt auch über den ganzen Stützpunkt verteilt, ne? Yep. Okay. Wie war das denn? Die ersten vier sind deine, ne? Tom? Ja. Sina, Paddy und Enrico. Und ab Pac-Mail komm ich dann. Ey, hier ist eine Frau dabei. Ja. Die erste, die wir gesehen haben. Alle anderen sind Männer. Ach stimmt, du hast recht, ja. Ja, okay, dann Pac-Mail. Das finde ich jetzt komisch. Also nein, das ist nicht die erste Frau, die wir je gesehen haben. könnte sein, man weiß es nicht. Man vermutet noch. Ja, nein, keine Sorge, wir sind schon. Wir haben schon ein paar Jahre gesehen. Wir haben schon mal von Frauen gehört, dass es die geben soll. Ja. So, okay. Sind jetzt alle unsere Soldaten im Einsatz? Wir haben jetzt alle, ja. Ach du meine Güte. Ja, dann wird's jetzt knifflig. Dann haben wir ja mehr als 8. Ach so, ja. Ja. Aber alle haben eine Waffe. Das ist gut. Ja, ich denke auch. Okay. Dann gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Ja. So. Gott. David. David, Paddy, Selma, ich habe euch alle drei jetzt durch. Möchtest du beginnen, Selma? Aber der Flusspirat, ist das... Ja, ist er. Ja, das bin ja eigentlich... Ist auch ein Mädchen. Also das verwirrt mich jetzt. Also das hat mich irgendwie... Ah, das ist jetzt auch tatsächlich unsere Base, ne? Ja. Das aber nur ein Teil. Ja, gut, wo nichts ist, ne? Und die Gebäude, die noch nicht fertig sind? Oder... Ach nee, guck mal, hier ist tatsächlich unsere komplette Base, ist es. Ja, aber das, was wir jetzt... Also das, was gebaut wird, ist, glaube ich, nicht da drauf. Das gibt's noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wo sind denn die Aliens? Die kommen durch die Hangars. Ah, okay. Hier dann, also. Ja. Ja, okay, dann fange ich mal an hier, mit ihm hier. Warte mal, bevor du das machst, mach mal dieses Leitersymbol, war das ja, glaube ich, um die Ebenen durch. Oder scroll mal mit dem Mausrad. Dass du siehst, es ist mehrere Ebenen, die sind über mehrere Ebenen dann verteilt. Und hier trifft man die dann immer, die unten, ne? Genau, Ich hätte jetzt auch gesagt, wir gehen jetzt hier mal runter. Warte. So, bevor du das jetzt machst, drückst du nochmal auf das Fragezeichen da unten. Ja. Und dann auf Speichern. Ah, sehr gut. Und dann da auf Battlescape 1, genau. Ja, das können wir überschreiben, ne? Oh Gott, jetzt hat man fast schon wieder einen Fehler gemacht. So, okay. Liebe Freunde, jetzt können wir loslegen. Jetzt geht's los. Jetzt du kann ich auch, falls wir Ausrüstung brauchen, geh nochmal einmal hoch. Ja. Also nicht mit der Figur. Hm. Okay. Ja, ich weiß, hier sind... Verteilt. Genau, die Ausrüstungsgegenstände sind dann in den Lagern auch verteilt. Ich fand das war damals so super cool. Das ist cool, ja. So, okay, jetzt gehe ich mal runter. Und ich stelle mich einfach mal hin und gucke zur Türe hin, falls einer reinkommt. Ja. Und knien. Ja, du hast ja eine Laserpistole, das geht schon ganz, ganz gut. So, mit dem Panzer kannst du gleich erstmal rausfahren. Genau. Der ist ja rausfahren. Gut zur Aufklärung. Wo sind wir? So, hat er jetzt... Können wir kurz die Frage klären? Ja, 30 Schuss. Ja, Munition. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich fahre mit dem Panzer hier in Richtung Hangar. Ja, da ist ganz gut. Ja. So. So, dass du nicht mittendrin stehen bleibst und jetzt ein Alien von rechts dann den irgendwie schon mal zerschießen können. Die sind alle hier verteilt in einzelnen Räumen. Warum sind die nicht zusammen? Ja. Das ist Tom. Stopp, das bin ich. Das bist du, okay. Das bin ich. Dann so, los. Jetzt ist das verwirrend bei mir. Ich habe zwei Mauszeiger. Ich habe auch diesmal keinen Ton. Hatte ich letztes Mal Ton? Ja, letztes Mal hattest du Ton gehabt. Komisch. Diesmal habe ich keinen. Liegt das vielleicht an mir? Ah, nee, ich kann ja dich hören. Mich kannst du hören. Nein, es liegt nicht an mir. Nicht immer. So. Ich hatte ja WASD, das hatten wir ja. Genau. Ja, so ist viel besser. Ja, wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen reingrooven. Okay, das ist deiner. So, dann würde ich, glaube ich, hier hingehen. Dann hätte ich noch 30.
Kann man hier hochgucken? Okay, von hier ist auch niemand. Mhm. Und dann mal so ein bisschen hier in Stellung gehen, auf Reaktionsschuss warten. Okay, ach du Scheiße, das ist der mit dem Raketenwerfer, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, der ist ja gut. Auf den Reaktionsschuss warten und mal sehen, was draus wird. Oh Gott, es gibt eine Katastrophe. Aber du kannst ja dieses Vierer-Squad kannst du ja nehmen schon mal, oder? Also diese vier hier? Ja, also die kannst du ja auch bewegen. Wir sind jetzt ja mehr als noch üblich, ne? Ich könnte da noch rüberlaufen. Willst du nochmal reingehen? Zur Sicherheit? Ja, aber dann könnte der nicht raus. Das heißt, ich muss Sina erst rausholen. Ah, das sind ja sogar auch deine Leute, sind das ja. Aha. Ja. Ah, guck mal. Da sind sie. Da sind sie. Direkt einen Schuss rein oder abwarten? Hinknien und abwarten. 34, was war das? 13, ein Schnellschuss. Einen kann ich ja machen, ne? Aber der schießt vielleicht zurück, weil der noch volle Zeiteinheiten hat, ne? Noch haben sie uns nicht gesehen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Das wäre auf jeden Fall besser. Dann lauf du mal. Du mal dahin. Also die zwei Mauszeiger sind schon verwirrend. Oh Gott. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad heute. Umfeld gesichert. Gut, okay. So. Und dann machen wir eigentlich das Gleiche. Ah, das Hauptmann Paddy. Und wenn wir in der nächsten Runde hier näher rangekommen sind, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn man auf die Fässer schießt, explodieren die. Habe ich auch in Erinnerung. Ah, okay. Gut. Ja, dann bin ich, glaube ich, bin ich durch, ja. Okay. Also, kannst du weiter. Paddy willst du nicht bewegen. Nee. Mit dem will ich eventuell eine Granate werfen, wenn es drauf ankommt. Hier oben sind jetzt auch unsere Jungs. Hier ist unser Panzer. Okay. Dann würde ich diese vier hier. Das ist ja nicht Paddy, hier ist Paddy. Diese vier hier, die würde ich also irgendwie auch zum Squad zusammenfassen. Genau, und mit dem gehst du am besten Richtung Westen. Meinst du, wir sollten mit dem hier soll ich hier rüber gehen? Ja, das ist. Hier ist Osten. Hier ist Westen. Genau. Ja, okay. Ich gehe einfach mal raus hier. Aber du siehst, die sitzen noch in dem Hangar. Also die kommen jetzt erst da um die Ecke raus. Also okay, die müssten dann also quasi hier aus diesem Hangar gibt es ja nur einen Ausweg. Richtig. Die müssen dann hier um die Ecke. Und da warten unsere Jungs auf sie. Ja, darum haben wir das mit dem Hangar auch immer in der Regel, wenn du nochmal die Karte aufmachen möchtest, haben wir das mit dem Hangar früher immer so gemacht. Du siehst, links ist nur wirklich ein Ausgang aus dem Hangar. Wenn du jetzt rechts rüber scrollst, weil wir da das, ich weiß gar nicht, was das ist, hingebaut haben, da sind zwei. Ah, ja. Und in der neuen Basis muss man halt auch darauf achten, dass man den Hangar nach außen baut. Oder zumindest einen in die Ecke baut, dass da halt nicht. Wenn du den Hangar in der Mitte hast, dann hast du halt vier Ausgänge da. Dann. Das ist. Suboptimal, ja. Ja. So, ihr beiden, ihr setzt euch hier auf Bereitschaft hin. So. Ja. So, okay. Und dann haben wir hier noch den Peter von Battle Isle. Der geht auch mal raus. Ja, und da ist auch schon jemand. Ich würde den hier so, zack. Der hat ja nur noch. Wenn du den jetzt auch dahin stellst, dann Kreuzfeuer können sie sich gegenseitig treffen. Ne? Richtig, das würde ich nicht machen. Ich würde den kurz vor die Tür stellen und den dann wirklich, ich würde die reinkommen lassen. Kommen lassen, so, ne? Ja. So. Ja. Die könntest du nachrücken halt. Auch nochmal raus. Die Pac-Mail, der Pac-Mail meine ich natürlich. Pac-Mail, genau. Ist guter Rat teuer. Sollen wir den hier stehen lassen? Vor der Wand? Ja. Ja. Okay. Der ist nach oben, der muss runtergehen. Richtig. So. Ach, der war auch hier drin. Kannst du auch vor die Tür stellen, ja. So. Genau. Die beiden sind in Position. Okay, er geht auch runter. Auch runter. Die sind alle hier? Ah, der ist bei deinen Jungs hier. Nadja, ja, dann. Ist das einer von deinen? Mach ich den noch mit, genau. Genau. So, er geht auch runter. Maciolo, macht keinen Dinger. Oh, er ist hier auch.
Was ja gar nicht schlecht da. Ne? Können wir ja hier hinstellen. So. Zack. Okay. Und dann sind wir wieder am Anfang. Der Panzer fährt hier. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt quasi den ersten Zug können wir jetzt beenden, ne? Abgeben, ja. Okay, jetzt wird's spannend. Oh, das ging schnell. Oha. Guck. Oh. Oh. Wer hat... Ey! Wo kommen die denn her? Die sind doch alle noch in dem Hangar, oder? Nee, die kamen doch irgendwo innerhalb unserer Base daraus gefuhrwerkt. Sind die schon ein bisschen weiter? Hier, ne? Ja, und in den Fahrstühlen. Du hast recht, Hangar und Fahrstühle. Das habe ich vergessen. Klar, der oh Fahrstuhl. Die, gehen, der die Fahrstühle gehen nach oben. Sorry, das habe ich vergessen. Ja, okay, gut. Das macht ja nichts für mal. Die Fahrstühle sind ja die Eingänge, wo man ne, wo so ganz normal reingeht. So, wer ist jetzt gestorben? Gute Frage. Alle nur von deinen, oder? Ja, alle nur von meinen. Aber, oh, okay, gut. Also ist ja, zweite Garde. Nee, um Gottes Willen. Mal, also, oh, Peter ist tot. Ah. Oh. So, der Panzer ist auf jeden Fall da. Ja, der hat ja auch schon einen erlegt. Hier sind ja deine. Ihr kümmert euch um die Aliens, die hier rumfahren. Dann fahre ich mit dem Panzer jetzt Richtung Fahrstuhl hier mal hoch. Mach das ruhig, ja. So. Aber der Peter da oben hat doch auch einen erwischt, oder? Nee, der hat einmal geschossen, aber keinen getötet. So, Zielschuss. Ja, war klar. Panzer, mach mir alle Ehre. Schnellschuss. Nee, hat nicht geklappt, aber dafür kommt jetzt. Ich muss mal durchklicken. Ich soll ja mit Tab arbeiten, sagte man mir. Kannst du machen. Er kann gut schießen, der ist ein DM. Autoschuss oder Schnellschuss? 17 zu 31, ich würde immer den Schnellschuss nehmen. Aber dreimal schießt der Autoschuss. Ja, aber es ist jeweils immer nur 17%, ne? Okay. Yes! Okay. Du hättest auch den, ach, das hätten wir sowieso machen sollen, die Granate da aus der Hand nehmen soll, geben sollen. Ja, stimmt, jetzt ist es egal. Okay. Der kommt da leider gerade nicht durch mehr, ne? Kann nur einen Schnellschuss machen. Nein! So, hier aus den Aufzügen kommen die also auch raus. Jetzt weiß ich gar nicht, soll er hier drin bleiben oder soll er rausgehen? Weil ich weiß es nicht, ja. Wenn wir jetzt uns hier hinstellen, dann könnte von hier einer kommen und von also da was du machen kommen. Könntest, ist in der Hoffnung, dass die da eh rauskommen. Ja. Machst du eine Granate scharf und schmeißt die da erstmal vor den Aufzug. Okay, dann machen wir das. Pass auf. Wie macht man das? Zack, in der Hand. Wenn du die jetzt scharf machst und ich nicht auf 0, sondern auf 1 stellst, ist das die Runde der Außerirdischen, glaube ich, in denen das dann hochgeht. Okay. Das heißt, die machen dann auf, gehen raus und dann explodiert es. Meine ich. Ja, Granate scharf machen. Also meinst du, wir sollen lieber 1 nehmen, ja? Ja. Okay. Jetzt ist aber, eigentlich müssen wir jetzt noch eine Runde warten. Wer hat zu wenig, um rauszugehen und zu schmeißen? Ja, dann warten wir noch. Warten wir, okay. Der ist in Stellung. Andreas. Ja, der muss jetzt den Sektoiden da verprügeln. Schnellschuss. Sieht oh, ganz gut aus. Die hat 25% und braucht nur 11 Zeiteinheiten. Okay, die macht doch nicht so viel Schaden, aber trotzdem. Siehst du? Wieder reingehen. Ja. Puh, okay. Hier hat einer auch geschossen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich es schon mit OpenXCOM mal hatte, dass ich in den ersten 20 Tagen von Aliens angegriffen wurde. Ja, also ich weiß es auch nicht. Das kommt mir auch neu vor. Später hat man öfters das Raumschiffe anfliegen und dann schießt die Abwehr. Aber dass die direkt zu Beginn schon reinkommen, das ist irgendwie ungewöhnlich, ne? Ja, das heißt ja, dass wir irgendwie einen Verräter haben, ne? Dass irgendein Land wahrscheinlich, was uns jetzt noch Geld gibt, Geheimabkommen. Unsere Position verraten hat oder sowas. Mhm. Ja. Selma, ich glaube, du bist am Zug. Es bleibt spannend. Da mache ich mal weiter.
Hat er sich nicht bewegt hier, der Kollege? Nee. Nee. Ja, der Panzer hat auch schon einen abgeschossen. Das war gut. Das war gut, ja. Ja. Okay, ich sag mal so, wenn wir nur zwei Verluste haben, dann geht's ja noch. Ey, das Fass explodiert nicht. Nicht durch normalen Beschuss, ja. Ah, okay. Und jetzt ist eigentlich auch ganz gut, sie sitzt jetzt hinter dem Fass eigentlich relativ gut in Deckung, ne? Hoffe ich auch. Mhm. Ja, okay. Gewagt. Selma gewagt, aber... Ja, aber guck mal, 13, das geht. Du weißt schon, was du tust. Oh, der hat einen roten Schuss gehabt, der eine hat einen... Echt? Ja, der andere hat eben gerade einen blauen Schuss gehabt. Incendiary und... Nee, weiß ich auch nicht. Okay, Ja. Kann man den hier schon sehen? Ja. Kann man. Aber keine Schusslinie, glaube ich. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Was? Nur gegen die Wand. Schießt in alle Richtungen und nicht dahin, wo sie hin soll. Ja. Gut gemacht. Passiert. Passiert, okay. Wir sind nicht nachtragend. Der bleibt da stehen? Nee. Nee, sind wir überhaupt nicht. So. Das mit dem Fahrstuhl hatte ich vergessen. Ja, das war natürlich... Ich glaube, unseren besten Soldaten stelle ich mal zu deinen Leuten ab, gut, um dir dann noch so ein bisschen zu unterstützen. Dir, dich, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Das ist... Okay. Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Oh Mann, das ist so spannend, das Spiel. Ich erinnere mich dran, das war früher schon so spannend. Mhm. Hä? Oh Gott. Boah, hast du gesehen? Ja. Oh, das ist schlecht. Oh nein. Jetzt drehen unsere Jungs durch. Da ist irgendeiner mit einer Gedankensonde. Ja, und der hat einen abgeknallt von deinen. Ja. Jetzt ist eine gute Frage. Sollen wir es nochmal versuchen oder sollen wir versuchen, mit schweren Verlusten durchzugehen? Also ich fürchte, mit weniger Verlusten wird das auch nichts. Nee. Vielleicht ist der Schwierigkeitsgrad auch zu hoch. Guck mal hier, Paddy wird von den Aliens kontrolliert. Das ist... Ja, ja. Das ist... Ja, das ist jetzt... Ist ein Gegner jetzt. Okay. Eventuell kann sich... Also, das funktioniert ja so, dass das Alien Sichtlinie haben muss zu Paddy, um ihn zu kontrollieren. Wenn wir den umlegen, der Paddy gerade sieht und damit kontrolliert, dann ist das vorbei. Ja, aber der ist, glaube ich, wieder weggegangen hier. Der ist jetzt gerade hier wieder um die Ecke weggegangen. Möglich, ja. Ich würde vielleicht fast sagen, wir probieren es nochmal. Aber ich weiß es nicht. Sag mal, was meinst du? Hör mal, ich meine, es ist natürlich jetzt hart, weil Paddy... Was soll man jetzt mit Paddy? Ohne Paddy geht das doch nicht. Ja, der ist ja noch nicht tot. Ist ja noch nicht tot, okay. Okay, komm, wir machen nochmal weiter. Ich will jetzt auch nochmal einen Zug machen. Einen Zug machen wir noch, so, okay. Hier mit dem hatten wir ja gesagt... Der sollte jetzt die Granate schmeißen, ne? Mhm. Aber ich habe ja keinen Ton. Hast du hier Türen gehört bei den Außerirdischen? Ja, habe ich. Ah, okay. Soll ich das hier hinwerfen? Oder versuchen reinzuschmeißen? Oder rein geht nicht. Also ja, irgendwie davor oder so. Irgendwie so, ja. Da kann ich nicht werfen. Zack. Ja. Jetzt hau ab. Zu gefährlich so. Und hier tasten wir uns auch langsam vor ein bisschen. Den Panzer auch. Panzer kann ja Gott sei Dank nicht gedankenkontrolliert werden. Nee. Ich gucke einfach mal um die Ecke. Da Aha. ist direkt einer. So, einen Schnellschuss schaffen wir auch noch. Ja, 10 Kilometer daneben. Ist egal, okay. Wir wissen, da ist einer schon mal drin. Ja, das mit der Gedankenkontrolle ist auch hart, ne? Aber ich erinnere mich dran. Aber das kam doch erst in viel, viel später. Oder meine ich das nur? Das ist deiner? Ja, eigentlich schon. Ich kann mich aber jetzt auch täuschen, ich weiß es nicht. Das mit dem Schwierigkeitsgrad ist ja dadurch, dass dieser Bug im ersten Teil war, ja. Soll ich jetzt Paddy abknallen oder soll ich schnell hier reinlaufen und hoffen, dass Paddy beim nächsten Mal wieder entbannt wird? Ich würde sogar in einem Raum nordwestlich da, siehst du den mit dieser großen... Hier rein? Da würde ich reingehen, ja. Oh, ja, guck mal. Fantastisch. So,
Autoschuss. Kriegst einen drauf gebrutzelt. Oh. Oh, Paddy! Er ist nur bewusstlos. Warum, Paddy? Warum hast du unseren eigenen Mann über den Haufen geschossen? Der hätte überlebt. Den zweiten eigenen. Ja. Also, ich hab's. Selma, meine ich nur. Schon, du würdest gerne neu laden, aber jetzt lass uns die Runde noch. Okay, machen. Komm, dann bist du jetzt dran, ja. Aber was für ein Alien sieht denn dein Geschütz da noch? Ach ja, so, den da hinten, ja, an dem, ja, vorbeigeschossen, genau, hat. Okay. Ja, ja, genau. Ja, also. Okay. So schwer hatte ich es nicht in Erinnerung, hör mal. Nee, wegen dem Bug eben, ne? Ja, genau. Wir hätten doch auf ganz einfach spielen sollen. Ah, das kriegen wir schon hin. Okay. Aber ich erinnere mich dran, es war immer unheimlich frustrierend, wenn ein guter Soldat, und das mit der Gedankenkontrolle, das ging mir auch immer auf den Keks ziemlich schon mal. Ja, das ist leider so. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen, aber die sehen uns ja auch nicht. Oh, ja, der ist gepanikt. Genau, der ist gepanikt. Nadja hole ich da raus, damit die nicht im Rauch stehen bleibt. Huh, die sieht hier einen? Ja, Paddy. Ah, stimmt, okay. Oh. Liebe Freunde, ihr kommt schneller zum Einsatz, als ihr denkt. So. Okay, und jetzt schießt du einfach mal hier rein, wa? Ja. Boah! Zwei Stück erwischt. Sauber. Okay, es sieht noch gar nicht so schlecht aus. Wir haben keine Ersatzmunition dabei. Nee, habe ich nicht. Wo ist die Ersatzmunition? Ganz weit nicht. Weg. Hier weiß ich auch nicht. Nee. Also ich müsste dann hier hin, um mir die Laserpistole zu holen. Ah, das war doof von mir. Oder du gehst zu einem, der erschossen wurde und holst dir die Waffe. Oder bei einem Alien. Die kann ich nicht benutzen. Ah, stimmt, die haben wir noch nicht erforscht, ne? Richtig, ja. Ja. Okay. Nee, dann bin ich fertig mit der Runde. So, jetzt hat es schon mal gut geknallt. Ja, schieß ruhig. Boah, die schießen auf Paddy. Ja, weil er nicht mehr kontrolliert wurde. Und Andreas wurde. Der ist in Panik und schießt einfach vor sich. Ja, ein Tobsuchtsanfall, das ist gut. Habe ich manchmal auch. Ja. Ja, ich auch. Ich auch. I can relate. So. Jetzt, guck mal, das Geschütz noch top in Ordnung. Ja, das ist noch top in Ordnung, das stimmt. So, da muss er ganz schön vorbeigeschossen haben. Och, Menno, du Dovi hier. Hat uns im Geschütz noch in den Rücken geknallt. Jetzt kriegt der erstmal einen. Ja. So. Aber wo ist dieser Mind-Controller? Der muss hier oben irgendwo sein. Aber, Moment, wie kann der den denn hier kontrollieren? Genau, der muss irgendwie am Aufzug stehen. Ach, das ist hier, ich bin immer... Ja, das ist verwirrend. Lou, der Flusspirat, okay, aber was sollen wir jetzt mit dem machen? Sollen wir ihn einfach ignorieren? Oder soll ich hier mit dem mal rausgehen, mal gucken, ob ich jemanden sehe? Ich wollte gerade sagen, versuch mal. Aber du hast einen mit der Granate erwischt, oder? Da ist doch sowas Rotes da, wo du die Granate hingeworfen hast, da unten irgendwie, ne? Kann sein. Da ist er. Da ist er. Mhm. Jo, hat nicht geklappt. Dann würde ich hier unsere beiden Damen, würde ich jetzt mal hier schnell in Sicherheit bringen. Warum? Ja, ich will ja nicht hier den... Der hatte doch einen Tobsuchtsanfall, oder? Also der hat doch einfach nur Also wahrscheinlich wird er beim nächsten Mal nicht mehr kontrolliert. Nee, ich tue so trotzdem. Nicht mehr sieht. Ich tue so trotzdem hier mal. Ja, okay. Ja. Ja, aber gut. Du hattest schon gezogen? Nee. Deine sind noch frisch, dein Jungs. Achso, das war in der Runde eben. Okay. Ja, genau. Ja. Also hier, glaube ich, unten sind keine mehr. Die sind alle erledigt, die Aliens. Ich gehe hier mal raus, um besser gucken zu können. Boah, da haben wir aber schwerste Verluste erlitten, hör mal. Ich sehe niemanden mehr.
So. Dann schmeißt das weg. Ja, bringt ja nichts. Granate in die Hand. Und Kamikaze. Ne? Ja, ja. Ist wie dieser Ork bei der Schlacht von Helms Klamm, ne, der da in die Mitte von den Brunnen da lief. Der hatte auch nur einen Zweck. Das weiß ich nicht mehr. Der ist nur mit dieser Fackel in diese Bombe reingelaufen. Aber ich glaube, das ist das letzte Alien, der hier ist, dieser Mind-Controller da. Der letzte ist das bestimmt. In den anderen Hangar ist auch nur einer weggelaufen, habe ich gesehen. Hier rüber. Ja, aber hier ist doch auch noch einer drin. Der ist tot. Ah, nee, den hast du weggemacht. Der ist tot. Und hier hast du noch einen reinlaufen sehen? Da habe ich noch einen reinlaufen sehen. Ich denke auch, hier sind mit Sicherheit noch welche drin. Ja, 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 ja. Boah, dass die uns aber wieder so hart gekniffen haben, hör mal. Ja. Ja. Ne? Unglaublich. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, mach noch eine Runde. Ja, komm, ist egal. Dann ist das noch einer gewesen. Das ist der da. Der kann nur da in dem Aufzug drin sein. Guck mal. Ja. Das Kommando hat keinen Tobsuchtsanfall mehr. Gott sei Dank. So, dann gehe ich jetzt hier hin. Da. Guck mal. Ja, Granate scharf. Null. Oder? Richtig. Und werfen geht nicht mehr. Natürlich. Oh. Naja. Naja, okay. Da oben ist noch einer. Richtig. Aber dass die so heavy sind, die... Lass sie besser stehen, oder? Ja, ja, ja. Die bleiben hier. Obwohl, Moment. So. Ja. Ja, habe ich nicht mehr. Okay. Also ich glaube, es wäre für uns wesentlich besser abgelaufen, wenn wir nicht diesen Mind-Controller da gehabt hätten. So einen Zielschuss. Ja, ja, ja. Nee, nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, Zielschuss reicht nicht. Du musst ihn ja wahrscheinlich zweimal treffen. Ja, warte. Fahr mit dem Panzer rein. Genau. Och Mensch. Gib dich. Der macht ja nichts. Gib dich da hinten. Also das mit dem Mind Control, das nervt am meisten. Hör mal. 24, du kannst noch. Komm. Ja. Ach, er muss sich drehen und hat dann nicht mehr. Jetzt hat er nur noch 22. Ach. Ich stelle den Panzer davor. Ey! Ja, mach das. So. So, dann kann er nicht durchschießen. So, das ist wieder einer von deinen. Ja, stimmt. Da rücke ich jetzt hier nach. Also, dieses Mind Control, das ist. Wenn die das nicht gehabt hätten, dann hätten die uns nicht so hart gekniffen. Das ist richtig. Ja. Dann hätten wir vielleicht ein oder zwei verloren und dann wäre es gut gewesen. Mhm. So, die beiden lasse ich stehen. Die beiden sind gezogen. Ist gezogen, der ist auch gezogen. Ja, dann können wir jetzt wieder Wechsel machen. Gut, das war sehr vernünftig. Ne, der hat einen Plasma-Rifle, hat der. Ja, nee, der hat keinen Plasma-Rifle, oder? Der hat diesen, wie heißt das Ding denn? Die Gedankensonde? Nein, die Gedankensonde ist so ein rundes Ding. Der hat so ein, es gibt doch diesen, ist wie ein Raketenwerfer, aber mit dem konnte man die so Eckpunkte festlegen, wo der langfliegen sollte. Ich glaube, das Ding hat er. Ich habe nur vergessen, wie das heißt. Und der ist auf jeden Fall Titan gepanzert. Das weißt du nicht, du schießt den immer vorbei. Der geht, ja. Der geht nämlich nicht drauf. Oh, super. Gegen Panzer geschossen. Wir werden dem hier auch nicht Herr. Nee. Okay, jetzt können aber unsere Mädels wieder kommen hier. Also Packmail und selber, ich weiß nicht, ob wir... Die Männer mit Pferdeschwanz. So. Er ist in Panik ausgebrochen. Ich lasse die mal ein bisschen vorrücken hier. Ja, das ist auch so, das haben wir auch dann immer gemacht. Meistens war es ja dann einer, der in Panik ausgebrochen ist und der dann immer von den Aliens irgendwie wieder attackiert wurde. Den hat man dann einfach da stehen gelassen, weil solange der immer attackiert wurde, nachdem er in Panik ausgebrochen ist, hat er ja seine Waffe fallen gelassen. Ist er nicht mehr gefährlich. Ja, richtig, richtig. So, und jetzt sind deine Jungs dran. Ich glaube nämlich, das hier ist ein Plasma-Gewehr hier, dieses. Und das Schwarze ist irgendwie was anderes, oder? Oder ist das eine Gedankensonde da, das Blaue? Wirklich. Ich dachte, die sehen anders aus, aber gut.
Ja. Auch wenn es nichts bringt, aber trotzdem. Da oben turnt auch noch einer rum von den Figuren. Hier, ne? Ja, ja, da oben. Im Bereich, ja. Ach, warte mal jetzt. WASD, oder? Nee, ich muss einmal noch. Das Problem ist, ich krieg jetzt, ich kann meine Maus nicht höher wieso machen. Oh. Muss mal kurz hier und dann wieder. Ne. Ja? Jetzt kann ich sie immerhin bis hierhin machen. Okay. Soll ich nochmal irgendwie raus und rein gehen in das Spiel? Nee, oder? Ich glaube, das liegt eher, glaube ich, irgendwie an mir. Okay. Ja, wir müssen ja mit den härtesten Widrigkeiten immer kämpfen, ne? Genau. Aber egal. Wir wollen es ja nicht anders. Genau. Das sind wir so gewöhnt. Ja, der ist total daneben. Nee, hat er nicht genug Zeiteinheiten. Gut. Gut. Aber die ist eh bald leer. Ja. Ich glaube, das war's schon. Mehr Überlebende habe ich nicht mehr. Nee, das war's schon. Jetzt können wir wieder in die nächste Runde gehen. Okay, der ist zumindest. Der patrouilliert immer. Du hast ihn in die Ecke geklemmt mit dem Panzer. Der kommt an dem Panzer nicht vorbei. Der ist zumindest schon mal nicht sehr. Kein Zielschuss. Schnellschuss. Ja. So. Was hatte der jetzt gehabt hier? Das interessiert mich jetzt mal. Da ist es, oder? Das ist das Ding, was ich meine. Damit kannst du halt. Um die Ecken schießen. Kannst du um Ecken schießen, ja. Und das ist, glaube ich, so die stärkste Waffe im Spiel. Also, dass die jetzt schon hier im Spiel sind, das ist schon interessant, ja. So, dann nimm du wieder deine Dingens auf. Okay. Hier können wir jetzt auch mal weiter vorrücken. Nehmen die jetzt in die Zange. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Aber er kann ja gleich mal reingehen. Das ist meistens der Zeitpunkt, wo man dann von da in den Rücken geschossen wird, ne? Genau, dann heißt es, dann ist doch einer noch irgendwo. So, next. Ich gehe mal mit Andreas hier um die Ecke Linsen, nur mal so. So, man sieht aber keinen. Okay, das war. Jetzt kommen deine wieder. Vor lauter Spannung schon meinen Karo-Kaffee ausgetrunken. Oh nein, ja, ich auch. Ich bin auch schon leer. Ah ne, doch, ich habe noch einen Schluck drin, aber eiskalt. Dann schmeckt der auch nicht mehr gut. Weiß ich gar nicht. Es gibt ja irgendwie so dieses. Ich habe es noch nie ausprobiert, dieses Cold Brew. Ja, gibt's auch, ja, richtig. Habe ich noch nie ausprobiert, aber das scheint ja irgendwie eine gewisse Fan-Basis zu haben. Ich weiß es aber auch nicht. Gab's damals nicht auch hier Cola-Kakao, Cola-Kaffee oder so irgendwas mal als Kaltgetränk? Cola-Kaffee, das habe ich noch nie gehört. Ja, doch, das gab's auch mal. Oder Kaffee-Cola gab's mal. Okay, nee, vor das sagt mir gar nichts. Vor 100 Jahren. Okay. Es ist nur noch einer da. Jetzt, hast du eine Tür gehört? Nein, jetzt schicken wir den Panzer vor. Der kann nur noch hier hinten sein. Okay. Der schließt auch auf. Alle schön zusammen. Jetzt fliegt die eine Granate hin, alle tot. Mhm. Panzer kaputt. Ja. Und warum das Alien eben mit diesem lenkbaren Raketenwerfer da nicht geschossen hat, ist, du kannst halt nicht durch Türen schießen. Also der wäre dann hochgegangen und hätte sich selbst umgelegt. Das machen die dann auch nicht. So doof sind sie dann doch nicht. So schlau war er dann doch, okay. Mhm. So, hier schließen wir auf. Ich meine, er hätte auch einfach nur die Tür aufmachen können und dann rausschießen können, aber so schlau war er dann doch nicht. So schlau war er, gut. Okay, dann kommen jetzt deine, glaube ich, wieder ins Spiel, ne? Okay. Ja. Willst du auf den Panzer warten oder noch eine Runde? Oder willst du direkt schon stürmen? Nee, das schaffe ich ja eh nicht. Nee, ne? Ach nee, jetzt ist das hier wieder. Moment, kann ich das hier irgendwo ändern? Huh? Jetzt habe ich aus Versehen, hups, habe ich rausgeklickt. Jetzt ist alles weg. Warte, ich übernehme mal. Ja. Oh Mann, was habe ich jetzt geklickt? Nein, ist nichts passiert. Ist nichts. Wir okay. Sind nur. So, ich fahre wieder zurück. Ja, das ist ja Live-Aufnahme hier, ne? Muss man.
Jetzt ist die Maus. Also, das ist sehr verwirrend. Aber jetzt kann ich wenigstens nach oben. Okay. Gut, okay. Doch, so ist besser. So ist besser, okay. So ist besser. Ja, gut. So. So, und dann. Gucken wir erstmal nur in die Gegend. Mehr trauen wir uns da noch nicht zu. Aber der Panzer war schon eine sinnvolle Investition. Der hat sich schon wirklich bezahlt gemacht, obwohl ich ja nicht so pro Panzer war. Aber ja, ja, doch. Ich muss meine Meinung ändern. Musst du überdenken. Wir hatten immer einen Panzer gehabt dabei früher, das weiß ich noch. Ja, ja. Ja, wir nie. Weil die auch viel aushalten einfach. Die haben viel abgekonnt, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber so. Die waren immer so breit und so ungelenkig. Ja, das war das Schöne da dran. So, okay. Haben wir alle? Ja, ne? Ich glaube schon. Zapp nochmal durch. Ja, 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 ja. Okay. Panzer auch. Und dann können wir nochmal. Oh, Türe gehört. Nur wo? Aber wenn das jetzt im Hangar eine Tür gewesen wäre, das hätten wir doch gesehen. Okay. Ist egal, ich presche vor. Ja, ich fahr mal vor, ich will es wissen. So. Er sieht nichts. Vielleicht hier hinten irgendwo. Das Mistvieh ist hochgegangen da an der Treppe, wa? Das kann auch sein, ja. Hab ich auch gerade gedacht. So, den bringen wir hier in Stellung. Zack. Er rückt auch auf. Aber auch wie explosiv dieses Spiel ist, wie schnell das geht, dass hier Sachen in die Luft fliegen und so. Ja. Ne? Also ich, wie gesagt, es war ja immer nur leichtester Schwierigkeitsgrad, den wir gespielt haben, ne? Anscheinend. Aber wir waren ja so stolz. So, ach so, hier. Ich gehe mal hier rum, ich gehe mal gucken hier. Vielleicht hat sich hier einer drin versteckt. Nee. Möglich, hatte ich auch schon mal. Ja, das passiert gelegentlich schon mal, dass die sich irgendwo in reingehen, ne? So, ganz okay. Genau. Jetzt bist du wieder dran. Okay, dann würde ich sagen, komme ich nicht mehr nach links weit genug. Gehen wir dahin. Ja. Ich traue mich noch nicht hoch. Nee, geh noch nicht hoch. Bleib nach unten. So, die zwei. Ah ne, das ist deiner. Und dann gehe ich mal mit Nadja vor und gucke jetzt hier. Ja, 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 da ist er. Geh zurück, geh zurück. Stell dich hinter den Panzer. Nee, ich kann noch mal schießen hier. Oh ja. Gottes Willen, das geht schief. Noch. Oh nein. Okay. Okay. Naja, es ist nicht schlimm. Er ist nur direkt gestorben. Wir haben ihn gefunden. Hör mal. Wir haben ihn gefunden, ja. Okay. Können wir jetzt aber auch nichts mehr ändern? Nee. Ja, schieß ruhig. Das macht meinem Panzer gar nichts aus. Doch. Ja, aber nur ein bisschen. Nur Kratzer. Ach, der Andreas ist in Panik ausgebrochen. So, pass mal auf, jetzt kommt Panzer-Time. Es hat ihm wirklich fast gar nichts ausgemacht. Ja. Fahren platt. Kann man das? Nein, leider nicht. Oh, schade. Mach mir doch nicht solche Hoffnungen. Zack. Das war es. Ende der Geschichte. Ich glaube, das war bestimmt der letzte. Ja, dann drück auf Rundenende. Nee, war's. Oh. Aber Bewertung okay, ne? Ja, ja. Sind jetzt auch nicht mehr so viele über. Du wolltest doch Soldaten bestellen. Ja, wollte ich gerade sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir noch immer. Okay. Wie viele haben wir verloren? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Wir haben 11 Außerirdische, das weiß ich. Und wir haben 6, 8, 18 gestorben? Nee. 7. Ja. Tom hatte 4 Abschüsse. Paddy hatte 2, ja. Dann müssen wir jetzt neu. Wie viel haben wir? 7 haben wir verloren und es kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dazu. Ja, dann passt es so. Dann müssen wir leider neue kaufen. Wir haben ja noch fast nicht so viel Geld. Ach nee, Soldaten sind gar nicht so teuer. Sind gar nicht so teuer. Aber okay. Trotzdem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ich bestell mal 8. Einen hohen Durchsatz, ne? Oder 9. Komm, dann haben wir 16. Haben wir 2 Squadrons, haben wir dann. Okay, dann warten wir jetzt nur ab, bis die da sind und nennen die um. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit, wa? Okay. Die kommen schnell, die Jungs. Mist. Ist ja? Jemand verletzt worden? Eben in dem Kampf? Oder sind jetzt eigentlich alle fit? Ah ja, okay, David, klar.
Ja, okay, das. Aber ich kann die anderen schon dem Sky Ranger zuteilen, ne? Mhm. Der Panzer war sein Geld wert, hör mal. Ja. Sky Ranger, Sky Ranger, Sky Ranger, okay. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit einem Panzer. Komm, wir warten noch. Vielleicht kommt ja kein Alien und wir kriegen die Soldaten noch schnell genug. Vielleicht ist das Spiel ja fair in dieser. Da, siehst du? Gut. Nee, Wissenschaftler und Ingenieure. Wunderbar. Forschung. Sanitasche. Wir haben noch 10, könnten wir noch kaufen. Ja. Du weißt, was ich meine? So, hier können wir auch noch 5 Ingenieure anstellen. Jetzt müssten wir also schnell. Obwohl ich keinen Sound habe, kann ich trotzdem dieses Blüpp von den Fenstern irgendwie hören. Das hat sich so eingebrannt. Ja, das. Oh, Gott sei Dank. So, okay. Stopp. Das machen wir jetzt noch. So, okay. Jetzt haben wir wieder Soldaten. Ja, Freunde, ne, das ist ja die Gedenkstätte. Ja, tut mir leid. Ja. Schlimm. Ihr werdet. Gehört dazu. You will das be avenged. By Graptor's Hammer, sage ich nur. So, okay. Mhm. Dann können wir jetzt ja reingehen und benennen die Soldaten. Ihr kommt doch jetzt direkt ran, hör mal, Freunde. Es müssen auch neue Leute jetzt kommentieren, wenn wir keine Soldaten mehr haben, dann können wir nicht mehr weiterspielen, hör mal. Tech-Time. So. Was ist der? Der hat viel Mut. Schussgenauigkeit ist ein Marksman, ne? Oder wie sagt man? Ja, kannst du machen, wenn du magst. Wie haben wir den immer auch noch abgekürzt, Marksman? DM. DM. Dedicated Marksman, genau. Okay. Mhm. Zack. Der Otto ist Manic Monday. Und der ist ein Werfer. Der kann wieder super werfen, ne? Ja, gut. Aber der ist nicht so stark, dass er wirklich, also, der hat eine hohe Wurfgenauigkeit, also er wirft gut dahin, wo du hinklickst, aber er kann nicht weit werfen, weil er nur 27 Stärke hat. Ja, das ist schade. Ja, dann ist er einfach so ohne alles erstmal. Mal sehen, was sich da entwickelt bei dem. Okay. Ja. Ach, das ist ja schrecklich. So, jetzt hier kommt der Frank auf jeden Fall dazu. Der ist gut. Der ist ein Allrounder. Pferdeschwanz. Kann sein. Ja, der Name vorher hieß Michel. Obwohl, gibt's ja auch als männlich. Gab's auch als männlich, ne? So. Die haben hier sich Namen ausgedacht immer. Hier kommt der Bastian. Grüße gehen raus. Der hat viel Energie, ja. Halten. Ja. Sonst auch nichts. Standard. Jetzt rücken nur Soldaten ohne Spezialisierung nach. Nee, er hier ist gut. Da könnte man auch noch mal ein DM draus machen. Genau, da wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich Connor Drake. Ganz bekannt. So. Dedicated Marksman, genau. Zack, okay. Und als letztes kommt noch... Auch ein All-Time-Favorite von mir, in meinen Kommentatoren, die immer fleißig Videos kommentiert haben früher, der Laserbeak. So. Der könnte auch ein Marksman sein, oder? Ja. Könnte man auch machen. So. So, und das waren sie jetzt schon alle, ne? So, okay. Und die anderen, da müssen halt neue... Ja, aber angucken müssen wir sie trotzdem. Meinst oder wolltest du die nicht einsetzen? Ne, die wollte ich erst einsetzen, wenn wir Namen für die haben. Gut. So. Ja, dann können wir so lange Soldaten behalten, wie neue Kommentare darunter unter deinem Video sind. Genau, so. Feierabend. Danach ist Feierabend. Wenn das auf ist, jetzt haben wir wieder 8 Jungens drin, plus ein Panzer, ne? Mhm. Okay. Wir haben die Reihen schnell wieder gefüllt, ne? War jetzt doch gar nicht. Aber es ist schade. Ich finde diesen Aspekt, dass die ja besser werden, wie soll man es sagen, diesen Entwicklungsaspekt finde ich von den Soldaten gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Soldaten sind bei dem Spiel halt Verbrauchsmaterial, ne, leider. Ja. 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 Es sei denn, du lädst halt immer wieder. Wir hätten das auch spielen können, ohne dass einer stirbt. Ja. Aber ich meine, gut, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ein bisschen realistisch wollen wir es schon machen, ne? Ja. So. Auf jeden Fall speichern wir jetzt ab. Weltkarte. Optionen. Spielstand sichern und wir nehmen neuer Spielstand 04. Spiel sichern. Ja, ja. Und das passt auch hervorragend. Jetzt ist genau eine Stunde rum, Freunde, ne?
würde ich sagen, ja, war so halb fail. Fest, wir haben ein Sicherheitsproblem. Also wer unter euch hat uns verraten? Genau, wer war's? Raus mit der Sprache. Nein, aber auf jeden Fall, na gut, es hat trotzdem Spaß gemacht. Spannung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Spannung pur. Es war sehr spannend. Genau, es war nichts klar, wir hätten auch total versagen können, aber ich denke mal, so ist das schon in Ordnung. Ach, ich bin total klatschnass geschwitzt, ich bin alle, naja. Okay, ja, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns wieder auf einer weiteren heiklen Mission begleitet habt, ne? Der gute Selma und ich, wir wünschen euch wie immer Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.